Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben uns mit den Orks hier verfeindet. Obwohl es eigentlich nicht der Plan war. Aber ich würde sagen, wir nehmen das mal oder sehen das mal als Rache für Lester. Machen wir mal so dann. Okay, die sind jetzt alle hinter mir her. So. Wer von den beiden kommt noch hinterher? Ich hoffe, da vorne finden wir jetzt nichts, was uns... Ich würde die gerne einzeln bekämpfen. So, erstmal vielleicht einzeln. So. Jetzt nur noch er. Beide erledigt. So, nehmen wir alles mit. Ach ne, jetzt er auch noch. Ach ne, da kommen jetzt auch noch wieder welche. Alter, von wo kommen die alle? Wie finden die mich? Bleib stehen, Mara! Du bist kein Gegner. Alter, wie finden die mich? Kann ich hier vielleicht einmal ganz schnell? So. 22. 5. Und raus. Und dann vielleicht... gucken, dass wir irgendwie mit bisschen Abstand dort essen. Hier haben wir Abstand. Das heißt, hier können wir auch speichern gleich. So, einmal speichern. Ich glaube, mit den Assassinen werden wir keine Freunde mehr. Gut, dann scheiß drauf. Ganz ehrlich. So. Da hinten gab es noch jemanden. Locken wir den mal hier hin. Da hinten kommt keiner. Können wir den vielleicht von hier erschießen einfach? Anscheinend konnte ich hier nicht hoch. Wieso ruckelt das ja so viel? Okay, die kommen jetzt alle hier hin. Alter, okay. Könnte schwierig werden. Kommen die von da ran an mich?
Die können mich nie von, jetzt von der Entfernung nicht mehr treffen, ne? So, die wechseln auch immer wieder ihre Waffen. Schon ein bisschen lustig jetzt gerade, finde ich. Ich hoffe, das sind dann aber auch alle. Gibt's da noch jemanden mit wenig Leben? Da hinten? Ja, erster. Ich hoffe, wir haben noch genug Pfeile für die alle. Einmal kurz gucken. Da hinten jemand? Nö. Die sind alle da. Das sind alles die da unten. Okay. Ich treffe die aber auch gar nicht, gefühlt. So. Nee, das war nicht lang genug gespannt. Der nächste ist tot. Und noch einer. Perfekt. Will ich wissen, wie viele Pfeile ich da jetzt verballert habe? Aber anders weiß ich jetzt auch nicht, wie man gegen... Kommt da hinten noch mehr? Ich dachte schon. Ich höre links auf jeden Fall noch einen. Ist aber auch ganz komisch, wie die anvisiert werden. Nächsten haben wir. Das wäre dann... Warte. Der hier. Ne? Doch nicht. Einfach in die Gruppe schießen. Irgendwann treffen wir jemanden. Ich glaube, wir haben jetzt insgesamt 3 von denen gekillt. Von dem Haufen da. So, den Speer haben wir auch. Jetzt 4. So. Ach, komm schon. Ich stehe. Ihr findet nur keinen Weg zu mir. Hey, ihr wolltet mich umbringen hier, hallo? Wer ist hier der Mörder? Da ist noch einer. Wo kommt der denn jetzt her? Oder spawn ich hier einfach nach? Irgendwann habe ich keine Pfeile mehr.
irgendwann wird das auch mit denen zu Ende sein, da unten. Wer ist das jetzt? Wo kommt der her? So, den haben wir auch gleich. Der war das. Der da hinten. Ah, komm, ich will den da anvisieren. Okay, die treffen nicht mehr. Hä, wieso treffen die nicht mehr? Doch. Ich muss nur anders visieren. Komm. Ich hoffe, das war's dann gleich aber auch mit denen. Komm schon. Ich treffe die gar nicht mehr. Aber viele dürften das jetzt auch nicht mehr sein. Noch einer. Jetzt ernsthaft, wo kommen die her? Die spawnen wirklich, glaube ich, nach. Kann das sein? Jetzt ernsthaft, wie viele Pfeile habe ich noch? Bolzen, Klingenbolzen. Wo sind die Pfeile? Hier, ach, okay, 800 Pfeile. Das geht ja dann noch. Wenn wir 800 Pfeile haben. Es ruckelt aber sehr viel gerade. Oder ruckeln die gerade da? Nee, das Spiel ist gerade sehr am Ruckeln. Noch einen erledigt. Ich hoffe, das war's dann gleich mit denen. Ich hoffe jetzt, dass da keine weiteren mehr kommen. Wieder keinen mehr. Warum auch immer. So, dann den Speer wieder. Irgendwann muss er doch mit denen vorbei sein. Das sind erstens zu viele Krieger für auf einmal. Aber mich würde es schon auch interessieren, wie ihr das macht. Ich habe zwar eher eine feige Strategie, aber die funktioniert wenigstens. Ist zwar nicht gerade die mutigste, aber naja. Denke mir da besser so. So, komm. Irgendwann muss es doch Ende geben.
Das sind nicht mehr so viele. Und manchmal trifft er einfach gar nicht. Ach, der Duke ist auch noch dabei, oder wie der hieß. So, jetzt ist wieder normal. Jetzt hat sich wieder eingepegelt. Ne, der Dicke, nicht der Duke. Wieso habe ich ihn der Duke genannt? Keine Ahnung. Aber der komplette Lager ist jetzt hinter mir her. Ich glaube, wir haben uns ungewollt schon entschieden, für welche Seite wir kämpfen. Zumindest hier in der Wüste. So, der nächste ist tot. Der ist auch noch gleich hinüber. Ich treffe den nun nicht. So, ach komm schon. Triff die doch auch mal. Ich glaube, das nächste, was wir skillen, ist wirklich Bogenschütze. So, ja, den haben wir auch erledigt. So, komm. Kommt schon. So, den Dicken auch noch. Den wir gar nicht treffen, komischerweise. Doch. Aber dann müsste es doch gleich zu Ende sein mit denen, ne? Da kommen keine mehr, glaube ich. Ach komm schon, hört auf euch zu bewegen. Treffen können wir echt nicht. Treffe ich jetzt wirklich niemanden? Doch. Den treffe ich jetzt gar nicht mehr. So, 20 Minuten nur am Bogen schießen schon. Unglaublich. Aber ich treffe niemanden. Okay. Beseitige die Orks im Tempel von Morasul. So, nehmen wir alles mit. Können wir auch wieder gut verkaufen. Die liegen hier alle an einem Fleck. So, alles mitnehmen. Liegt hier sonst noch was? Alter, wie viele Pfeile hier einfach daneben geschossen wurden. Nehmen wir alle wieder mit. Super.
So viel einfach daneben. Alter. Jetzt wäre ich froh, wenn ich Quick Loot hätte, aber habe ich nicht. Alter, das sind echt... Wie viele Pfeile habe ich eigentlich einfach daneben geschossen? Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist aber, treffen wir die Leute wieder, die jetzt hier geflüchtet sind? Wie zum Beispiel der Dicke, der geflohen ist? So, jetzt haben wir zumindest alle daneben geschossenen wieder. Hoffentlich, oder? Ne, hier ist noch was. So, den haben wir noch nicht gelootet. So, gibt es hier ein Bett? Na, aber ich glaube, wir haben uns schon entschieden, obwohl ich das so direkt auch nicht wollte. Ich hätte jetzt wirklich gern ein Bett. Oder eine Schlafmöglichkeit, damit wir wieder Tag haben können. Sorry, muss kurz husten. Hier gibt es auch kein Bett. Gibt es hier eins? Eine Wasserpfeife gibt es hier. Hier gibt es aber Sachen, die wir mitnehmen können. So, noch ein Bogen, noch mehr Speere. Hier gibt es ein Bett, den wir nicht benutzen können. Messer. Also Schlafmöglichkeiten gibt es jetzt keine. Gehe ich mal von aus. Gab es hier jetzt nicht irgendwie von in der Nähe von der Ausgrabungsstätte nicht noch irgendwelche Nomaden oder so? Na, aber ich glaube, wir kommen hier echt sonst nicht anders weiter. Vielleicht da hinten gab es ja auch noch Zelte. Vielleicht gibt es da noch ein Bett. Aber mit einem Assassinen, ich glaube, da... Was Assassinen angeht, da haben wir uns entschieden. Ich glaube, da sind wir auf der Seite der Nomaden. Vor allem, wir müssen ja auch noch mit Batras reden und kommen nicht anders ran. Daher würde ich sagen, wir sehen zu, dass wir dann... Lago war das, glaube ich. Lago befreien. Auch kein Bett. Ey, das finde ich jetzt doof. Hier gibt es keine Schlafmöglichkeiten. So, hier drinnen waren wir, glaube ich, schon. Und wir haben jetzt, glaube ich, alle 5 Schlüssel,
hierfür, oder? Wo ist denn die Tür davon? Da hinten wahrscheinlich. Okay, speichern wir nochmal und dann öffnen wir. Tür öffnen. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. Natürlich sind da wieder mehrere Skelette. Was ist jetzt wieder mit der mit dem Kamerawinkel? Das bringt nichts. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, den haben wir. Wo ist sein Knüppel hin? Wo ist sein Knüppel hin? Da. Ja, aber wo kommen die und die Zombies jetzt her? So, ich muss jetzt den hier einmal benutzen, damit der Kamerawinkel wieder normal ist. So. Ich hoffe, das wird jetzt wirklich wieder normal. Ja, der ist wieder normal. Ernsthaft, wo kommen die ganzen Zombies her? Aus dem Nix. So, speichern. Und immer noch 22 Lernpunkte. Warte mal. Wir sind auch schon bald wieder in der zur nächsten Stufe. Aber wo kommen die ganzen Untoten her? Da, da. Toll. Da. Da, da. Mit dem habe ich es richtig verkackt gerade. So, wieder was futtern. Und nochmal speichern. Ich hoffe, da unten sind jetzt nicht noch mehr Hohepriester, Untoten Hohepriester. Obwohl, die sind ja echt so oder so sehr langsam. Erschießen wir die einfach. Ich hoffe, hinter mir taucht jetzt keiner mehr auf. So. Hinter mir ist keiner, gut. Wo ist dessen Knüppel? Liegt hier nicht. Ja, recht, wo ist sein Knüppel hin? Ach, da. Hm.
So, da oben müsste auch noch wieder einer sein, ja. Und vom einen Kampf direkt in den nächsten. Toll. So. Da können wir speichern. Wir haben eh wieder genug Pfeile. Das heißt, wir können einfach ganz normal... hier, der ging daneben. Den sammeln wir ein. Gibt es hier oben noch mehr von denen? Oder waren die nur hier vor? So, speichern. Und dann gehen wir rein. Oder versuchen zumindest. So, komm her. Na komm. Einmal hierher. So, komm. Nice. So, und wieder Pfeile. Nein, nicht die Tempeltür. So, nochmal speichern. Und dann die anderen beiden da. So, locken wir den auch mal raus. Was habe ich da gehört? Ich habe da oben was gehört. Sind da Leute? Oder sind die Leute unten? Oh! Die Biester geben einfach keine Ruhe! Dem hast du es gezeigt! Sind hier noch mehr? Hier steht nichts Neues. Die sind eigentlich frei. Was machen die noch hier? Die dürfen gehen eigentlich. Keine Ruhe. Da kommt schon der nächste. Da sind noch mehr von den Biestern. Wieso visiert er den Zombie nicht an? So. Da. Wem hast du es gezeigt? Um dich ist es nicht schade. So. Und wo kommen die? Ah, da sind welche. Okay. Aber ernsthaft von.
kommen auch wirklich einfach aus dem Nichts, ne? Feldherr der Untoten. Hauen wir die alle kaputt? Also schießen wir die alle kaputt? Ey, du, hier geblieben. Da sind noch mehr von den Biestern. Ja, sollen die sich um den einen kümmern? Okay, jetzt haben die ein Problem da unten. So macht man das. Hier muss irgendwo ein Nest sein. So. Da ist noch so ein Mistvieh. Da. Da. Oh. Da. So, Sklaven, ich brauche mal eure Hilfe. So. Nein! Verdammt, wo habe ich gespeichert? So, okay. Also die muss ich irgendwie anders... Ich muss die erstmal von da weglocken. Und den da oben eben helfen. Bevor die von den Zombies auch noch komplett überrannt werden. Aber wo kamen die denn jetzt her? Weil wir die Tür geöffnet haben wahrscheinlich, ne? Guck mal, ob wir vielleicht irgendwie eine erhöhte Position kriegen. So. Okay, der ging daneben. Da schießen wir die einfach alle. Scheiß auf Nahkampf. So, den haben wir. So, jetzt ist der hinter uns her. Ich hoffe, die schaffen das alle. Okay, der ging daneben, obwohl wir so nah an dem sind. So, jetzt du? Also komm. Nein, der ging daneben. Ich dachte schon, ich habe ihn jetzt den Sklaven da hinten getroffen. Der ging daneben. So, ja. Ah, da sind noch mehr. Ich glaube, das wird... nur noch im Nahkampf möglich sein. Hallo, visier den Dings hier an. Dem hast du es gezeigt. So, dann ihn hier noch. So, okay.
Da, da. Oh! Da. Ah, nein. Da. Nein! Verdammt! Ich glaube, das wird wohl nichts. Das wird wohl so nichts. Mit den Untoten, das sind aber auch... Ich hasse Zombies hier mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. So, ich suche mal meinen Weg hier hoch. Okay, auf diese Weise komme ich hier nicht schnell hoch. Gab es hier nicht aber irgendwo noch Nomaden oder so in der Nähe? Ah, zwei sind hinter mir her, okay. Ich mache das aber gleich mal so, dass ich, sobald ich zwei getötet habe, die nicht mehr hinter mir her sind, bei hier einmal. Dann brauche ich nicht viel zu weit zurückladen, sagen wir mal so. So, der ist ja auch hinter mir her. Der Zombie fällt ja, ist ein Problem eigentlich. So, jetzt können wir einmal speichern. Genau, Feldherr der Untoten. Obwohl. Die können wir auch so. Nein, nicht den Sklaven! So. Gut gemacht! So, und ihn hier auch noch. So, jetzt muss ich auch noch mal was futtern. Sklaven sind aber auch schon bald hinüber. So, und speichern. So. Der macht aber auch extrem viel Schaden. So, mit Hilfe der Sklaven ein paar Zombies erledigen. So macht man das. Das wäre erledigt. So, den haben wir. Okay, nice. Speichern und essen. Da vorne gab es aber auch noch ein paar. So, wir brauchen mehr Fleisch. Wir müssen wirklich mal richtig auf die Jagd gehen, dass wir vielleicht ein paar hundert Fleisch haben. So. Das sind aber gleich vier Stück, okay. Ich würde die aber eher von den Sklaven weglocken wollen. Der ging daneben. Komm schon.
So, das Anvisieren ist aber hier auch nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir mal so. Den nächsten haben wir jetzt gleich. Jetzt nur noch der hier. Ist hinter mir noch was? Nö. Okay, also nur noch der Zombie. So, und... Nice, können wir speichern. Alle erledigt. Ich hoffe, da gibt es sonst keinen mehr. Vielleicht da vorne noch irgendwo. Da haben wir wieder so einen seltsamen Pilz. Ich glaube, ich weiß einfach noch nicht, wofür die sind. Hier ist ein Feuer. Ich sehe keine Nomaden oder sowas bis jetzt. Okay, die Zombies hier oben sind erledigt. Haben die noch Knüppeln gehabt? Ja. Ich frage mich jetzt eigentlich, wie viele Waffen wir schon wieder haben. Hier noch mal runterrutschen. So. Da haben wir noch ein Skelett. Ach, da haben wir noch zwei Skelette. Ja, locken wir die mal raus. Dann locken wir die mal anders raus. So, komm hier hin. Ja, komm. So, nochmal speichern und dann den da. Ach ne, das sind Mumien. Okay, den haben wir. Pfeil liegt hier. Nochmal speichern und dann versuche ich die mal mit... Sind das Mumien oder Zombies? Mumien. Ah, meine Lieblingsgegner. Die haben aber auch meiner Meinung nach viel zu viel Leben. Ich sehe auf den anderen. Hallo. Spiel checkt nicht, wen ich anvisiere. Okay,
der ging daneben. Der ging auch wieder daneben. Okay, den haben wir. Der hat aber nichts. So, da war aber noch einer. Oder ist er schon wieder zurück? Der hat sich noch nicht regeneriert, immerhin. Okay, wenn der Bogenschütze gleich kommt. So, Mumie. So, ich glaube, der Weg, den ich jetzt gerade rückwärts gehe, ist falsch. Obwohl, wir haben noch eine Chance, den zu besiegen. Ja. Okay, haben wir alle. Jetzt ist nur die Frage, wie... Nein, nicht die Tempeltür. Genau den. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Pfeile ich jetzt habe. Auf jeden Fall einiges haben wir verloren. Also einiges haben wir verschossen. So. Bluternte. Das Ebenholz und verdankt den Namen der rotbraunen Färbung des Gehölzes. Nein, das war das Falsche. Ah, okay, nur Skelett muss noch. Ich hoffe jetzt kein Hohepriester. Nein, nicht die Mumie! Nicht die Mumien, nicht die Mumien! Renn! So, hier nehmen wir wieder mit. Vor der Mumie hatte ich jetzt Angst. So, vielleicht erstmal eine Fackel. Okay, was kommt da? Wahrscheinlich die Mumie. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es die Mumie ist. Ja.
Einmal hier dran vorbei. Einfluss. Ja. Haben wir alle. So, nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, wir machen hier dann doch lieber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.